Heute bin ich eine kleine Chicknymphe für Rotaugen, ein kleines Blutwurmimitat. Dazu habe ich eingespannt einen Gamakatsu Chicknymphhaken der Größe 14 ohne Widerhaken sowie ausgestattet mit einer Tungstenperle 2,8 mm. Im ersten Schritt lege ich eine Grundwicklung um den kompletten Hakenschenkel. Und zwar ungefähr so weit, bis sich der Hakenschenkel nach unten krümmt. Etwas darüber hinaus. Danach nehme ich eine minimale Menge an Finesse-Dubbing in Rot. Und forme dort eine kleine Kugel. So, nachdem dies geschehen ist, franse ich diese kleine Kugel mit einem Klett aus. Und lege einen Streifen Bodyglas auf diese Kugel und fixiere diesen mit dem Faden. Als nächstes führe ich den Faden wieder bis vorne an meine Kugel. Und mit einer sehr scharfen Schere schneide ich dieses Überbleibsel vom Bodyglas formschlüssig ab. Nächster Schritt mit ein bisschen Lack. Fixiere ich die Wicklung als auch die Grundwicklung, über die ich in Kürze mein Bodyglas lege. So, am Kopfbereich angekommen, fange ich das Bodyglas ein und schneide es ab. Nehme mal noch ein bisschen Lack und bringe das genau im Kopfbereich auf. Ich nehme wiederum ein bisschen Dubbing, in dem Falle jetzt in der Farbe Peacock, UV-aktiv. Spinne das um den Faden und bilde mir daraus mein Köpfchen. Liebe zum Detail, ich nehme den Faden, der rot ist, und färbe diesen in schwarz, damit er sich nicht so von dem Peacock Dubbing absetzt.
einen Wipfelöscher und ich mache den Abschlussknoten. Jetzt ist die Fliege fast fertig. Ich nehme wieder mein Klett und bürste den Kopfbereich als auch nochmal den hinteren Teil, der nimmt etwas aus. Bei Bedarf schneide ich jetzt unnatürlich wirkende Enden ab, vor allen Dingen hier im Kopfbereich. Da wollen wir gar nicht so eine langen Tentakel dran haben. Das soll nur etwas buschig aussehen. Die Jig-Nymphe ist fertig. Ein sehr gutes, ein sehr effektives Muster für Rotaugen und vor allen Dingen sehr einfach und schnell zu binden.